Ich bin Theresa Weber und ich habe letzten Sommer in Düsseldorf an der Kunstakademie meinen Abschluss gemacht bei Anne Gallagher. Und seitdem lebe ich in London. Ich studiere jetzt noch 2 Jahre meinen Master an der RCA. Und ja, bin aber immer wieder mal hier. Grundsätzlich arbeite ich sehr viel mit Körpererweiterung, wie wir den Körper markieren, weil es sehr viel um Zugehörigkeit geht, also Being und Belonging. Welche Elemente eignen wir unserem Körper an? Wie formen wir uns? Wie entscheiden wir aktiv, wer wir sein wollen? Und wie nehmen wir auch dadurch Raum ein? Also diese Körpererweiterungen ergeben dann quasi diesen Raum, den ich gerne einnehmen will, um auch zu repräsentieren. Und es geht ganz viel um Hybride und um so ganz pluralistische große Felder, die alles einschließen. Einfach dadurch, dass meine Lebenserfahrung so ist, dass ich immer wieder Perspektiven wechsle oder das Gefühl habe, dass ich mich selber verwandle und transformiere, abhängig davon, in welchem Raum ich bin. Auch dadurch, dass ich so einen weit aufgefächerten Familienhintergrund habe. Also teilweise in der Karibik, aber auch in Griechenland und auch in Nordamerika, aber halt in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Genau, also es gibt dann dieses Spannungsfeld irgendwie, so ein Zwischenraum, in dem es ganz viele innere und äußere Konflikte gibt und diese materielle, collagier, installative Arbeit hilft mir halt, das zu verarbeiten und auch irgendwie da so ranzugehen, dass ich hoffe, dass es mehr Akzeptanz am Ende auslöst, also bei mir selber und auch bei anderen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass wir uns eben nicht verstehen müssen und uns auch teilweise selber nicht unbedingt verstehen müssen. Ja. Diese Ausstellung hat sich so schön gefügt. Also erstmal fing es ja an mit dem Kontakt von James, Gregory Atkins und Isan und dann der Kontakt zu Dortmund Goes Black, dieses Kollektiv, was sich letztes Jahr in Dortmund ergeben hat, aus einer großen Gruppe schwarzer KünstlerInnen mit 4 Institutionen in der Zusammenarbeit. Da haben sich dann quasi wir 4 KünstlerInnen am Ende herausgestellt als perfekte Symbiose. Und das waren dann halt eben Latefa, Alice, Mo und ich. Und wir ergänzen uns wirklich gut. Und dann haben wir einfach angefangen, uns regelmäßig online zu treffen, weil wir alle sehr unterschiedliche Wohnorte haben. Also Schweiz, London, Bielefeld, Düsseldorf. Und haben das Step by Step entwickelt. Und das war sehr, sehr intensiv. Also ich habe hier diese Installation entwickelt, die sich landschaftlich durch diesen Raum zieht und alle Positionen so ein bisschen zusammenzieht auch. Und die Ketten sind ja an sich relativ neutral, also für mich ist das eine Art Träger. Jedes Kettenglied hat halt das Potenzial, auch was zu tragen. Und dann gibt es innerhalb der Kette auch einzelne Elemente von Latefa zum Beispiel oder halt ihre kleinen Puppen, die dann da drin hängen. Genau, wie da zum Beispiel. Oder hier, die Stoffe sind auch von Latefa. Und die Elemente, die hier dann so nestartig auftauchen, sind halt eben diese Körpererweiterung. Also, Kunsthaar, Silikon, Körperpolster, teilweise auch Elemente aus alten Installationen, die ich mal gemacht habe, Kacheln aus einer Feuerstelle, die ich gebaut habe, oder diese Silikonhand. Und das funktioniert halt alles im Konzept der Collage im weitesten Sinne. Das sind quasi Fragmente, die stellvertretend stehen für ganz viele Dinge, für den Körper, für Traditionen, für Rituale am Körper und auch kulturelle Rituale, also das Flechten. Und es ist halt zusammengewebt. Also ich sage auch immer, dass es die Tradition des Webens zitiert, auch im weitesten Sinne. Die ist im letzten Sommer entstanden und da geht es halt um Mythologien, also zum einen Mythologien in der Tiefsee, aber auch im Weltraum, die Orte, die wir als Menschen nicht erreichen können und die dadurch halt auch nicht von Menschen unterdrückt werden können. Die waren vor allem und sind auch immer noch in der afrikanischen Diaspora
Felder, die halt für Mythologie die Trost spenden oder die heilen sollen. Halt ganz, wie sagt man, furchtbare Felder. Und ich möchte gar nicht die Mythologie zitieren an sich, sondern eher das Potenzial von diesen Räumen. Und dann gibt es halt diese Tiefseefische, die lumineszieren, halbtransparent, und dieses goldene Glitzer und die Perlen und die Haare, die so ein bisschen auch Sterne repräsentieren oder die Milchstraße. Ich habe dann mit einer Zeichnung die einzelnen Elemente so verbunden, als wären es Sternenbilder. Die gibt es aber nicht wirklich, sondern das sind erfundene Sternenbilder. Und da geht es halt, wie gesagt, einfach um auch das Potenzial der Neuerfindung und der Kreativität in der Kreolisierung. Vor allem halt auch so diese Sehnsucht nach dem friedlichen Ort, weil, also einfach nach der Erfahrung, dass es in dieser Welt keinen Ort für einen selber gibt, in der schwarzen Community. Und ja, dieser Atlantis-Mythos, also Atlantis soll ja dieser unglaublich schöne, fortgeschrittene Ort gewesen sein, dieses untergegangene Land. Und es gab halt auch viele verschiffte, also so sagt man halt, schwangere Afrikanerinnen, die dann von Bord gesprungen sind. Und in der Mythologie wird das weitergedacht, dass sie die Kinder dann an diesen friedlichen Ort bekommen haben und dann da weiterleben. Das sind meine ganz neuen Arbeiten. Und das sind Arbeiten, die ich so ganz architekturartig wie ein Mosaik aufgebaut habe. Und es geht um die einzelnen Elemente, die sich mit dem großen Netzwerk bedingen, also wie ein Mikrosystem mit den Atomen, mit dem Makrosystem oder wie in der Gesellschaft das Individuum. Und zusätzlich ist es aber dann auch wie so ein fotografischer Moment, der aufgenommen wird, archiviert wird, wie mit Pixeln, aber auch Spuren, also Körperspuren, wenn ich da meine Fingerabdrücke im Silikon, Perlen, Mosaikstein, mein Selbstporträt als Muster in mehreren Layers, genau. Und dann die Silikonbänder, die gewebt sind, auch wieder nach dem Konzept des Gewebes als Netzwerk von vielen Dynamiken, also ein pluralistisches Netzwerk und nicht ein dualistisches Netzwerk. Und halt auch immer mit dem Potenzial der Endlichkeit. Also das sind so Wiederholungen in den Gesten, die immer weitergehen können. Und da geht es auf jeden Fall auch um einen Unendlichkeitsgedanken und um so diese Fluidität im Sein und auch im Identitätsprozess. Dieses, der Gedanke quasi an die fluide Identität und die nicht fixierte Identität. Hier sind teilweise Blätter, die ich getrocknet habe vor längerer Zeit, also Elemente aus meinem eigenen Archiv quasi und auch wirklich Steine. Und auch das Silikon sind ja auch Baumaterialien, die einerseits auch die quasi nächste Hülle des Körpers repräsentieren. Wir sind ja nicht nur in Kleidung, sondern wir sind auch in Räumen. Und genau, insofern geht es halt auch immer um den Bezug zwischen Körper und der Architektur. Das heißt eigentlich auch mal diesen Aufbau wie Architektur und Mosaik, aber halt, es geht auch ums Bauen irgendwie.